kommt auf mein Leben. Willkommen, Freunde, zu Dirt 5. Wir spielen jetzt hier ab Triplestone Bridge. Ich hoffe, dass wir die Strecke gut rocken. Wir haben 58.000. Was sagt unser Wagen? 235.300. In der roten Ecke haben wir den amtierenden Titelverteidiger, die aktuelle So, der Nummer hat 202. Meinen guten Freund Agent. Naja, wir behalten uns dann erstmal. Wir müssen auch erstmal ein bisschen Geld verdienen. Wir haben irgendwie zu viel ausgegeben. Ich hoffe ja, dass wir die Strecke gut bestehen. Und ab geht's. Da könnten wir uns ganz gut rausdrücken. Jetzt haben wir eine sehr, sehr schnelle Strecke, muss ich sagen. Sehr, sehr schnell. Ich weiß nur noch nicht, wie das Fahrzeug ist. Da müssen wir uns jetzt mal dran gewöhnen hier. Das ist auf jeden Fall beschleunigt, das sehr gut. Ja, die anderen sind aber auch nicht ohne. Manche Strecken haben ja mal so eine Mischung aus Gas wegnehmen und Bremsen. Ich weiß nicht genau, wie das hier ist. Ich mache trotzdem weiterhin erstmal beides. Okay, also ein bisschen driften kann das Ding. Na, okay. Gar nicht so schlecht. Nur aufpassen, dass wir dann auch wieder Bodenhaftung haben und da nicht rausrutschen. Ah, sehr gut. Auf jeden Fall schon mal Runde 1 von 3. Sind wir schon in Nummer 2. Wenn ich zu weit in die Kurve reingehe, ohne abzubremsen, dann verzieht er. Ja, dann bricht er irgendwie aus, zieht nach rechts und dann war's das. Hier mal wieder ein bisschen gebremst. Ein bisschen Bande, wenn man vorne liegt, ist gar nicht so schlimm. Das können wir so kompensieren. Sollte man nur nicht machen, wenn man hinten liegt. Wir versuchen den Wagen gerade zu ziehen, ganz wichtig. Das ist immer ein ganz schmaler Grat, bis er ausbricht. Okay, noch führen wir. Kann sich aber schnell ändern. Ein kleiner Fahrfehler, eine kleine Konzentrationsschwäche, dann war's das. So. Sehr schön, wollte gerade sagen, hinten die schönen Berge, die schönen Häuser hier. Aber sich darauf zu konzentrieren, merkt man ja jetzt schon wieder, wäre auf jeden Fall fatal. Könnten wir es schaffen. Hier wieder gerade ziehen. Naja, ich traue dem Wagen schon viel zu, was Kurven angeht. Ein bisschen weiter nach außen und dann nach innen ziehen. Aber wir dürfen uns natürlich auch nicht um die eigene Achse drehen. Hier war eben das beste Beispiel dafür. So. Ja, jetzt können wir mal, dann nehmen wir mal die Strecken. Absperrung mit. Aggressives Fahrverhalten, würde ich sagen. Ist aber nicht immer gut. Ich versuche mal eine solide Kurve hinzubekommen. Ja, die ging einigermaßen. Ja, wieder Zeit verloren. Ich müsste hier mal ein bisschen weiter außen fahren. Ich fahre mal die Kurven zu weit nach innen. Mit 3 von 3. Okay, ich hoffe. Jawohl, erster. Nice, sehr nice. Geil, geil. Das war echt super. Ja, der Ruf steigt auch. Und Money, 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 Money.
Schon wieder 81.000, also hier wird ordentlich Preisgeld gezahlt. So, was haben wir denn? Nächste Strecke. Tijuga Unlimited. Okay. Die fangen jetzt hier alle bei 230 an. Da bin ich ja meilenweit von entfernt. So viel Dispo würde ich hier gar nicht bekommen. Dann müssen wir noch einige Rennen fahren. Und ich vermute mal, wir müssen auch einige Rennen noch fahren, um die Strecken auf jeden Fall vernünftig, ja, die anderen Strecken zu gewinnen, gerade die Eisstrecken. Ich glaube, das funktioniert nur mit einem vernünftigen Fahrzeug. Ja. Okay, hier fahren auch Sportwagen mit. Ei. Okay, durch den Sprung, sag ich mal, die Bodenhaftung verloren. Das kostet auch eine Menge Zeit. Ziehen wir ein bisschen nach links. Ah, der vor uns, der ist natürlich grandios, wie der es fährt. Ich versuche jetzt mal ein bisschen aggressiver zu fahren. Dass ich auch mal die eine oder andere Bande vielleicht sogar mitnehme. So, es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Okay, hier konnte ich mich wieder in einen anderen Wagen reindrücken. Das finde ich ja auch ganz nice. Aber wenn wir hier Dritter wären, dann würde ich mich schon freuen. Zweiter wäre schon nicer, aber Nummer 1 ist einfach zu stark. Ja, hier ist der Wagen eben fast ausgebrochen. Oh, Fahrfehler. Ich auch. Schönen Dank auch. Ja, Gott sei Dank in der ersten Runde. Und wenn das Feld so dicht beieinander ist, dann geht das sogar noch. Und das ist das, was ich meine. Man muss sich echt auf sich selber konzentrieren. Ich habe mich zu sehr auf den Fahrfehler von der Nummer 2 orientiert und oder fokussiert. Und ja, Nachteil war natürlich, dadurch habe ich unheimlich viel verloren. Ich hoffe, dass die vorne jetzt nochmal einen Fahrfehler machen. Ah, jetzt sind wir wesentlich besser um die Kurve gekommen. Also wenn der Wagen nicht total Schrott ist, halte ich auch nichts davon, einfach zu sagen, so, wir starten das Rennen neu. Weil man kann die Strecken später alle nochmal neu fahren, um mir wirklich jeden Status zu erreichen, den man haben möchte. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier so verkacke. Das gibt's ja gar nicht. Das Gute ist natürlich bei dem Spiel, man bekommt auch, wenn man 12. oder so fährt, sich als 12. platziert, bekommt man weiterhin Geld. Und das nicht, also nicht zu knapp, das gibt ordentlich Geld. Aber man hat so Tage, so 3 von 3, man hat so Tage, da kann man labern und fahren und da funktioniert alles. Und dann gibt es Tage, da ist man ein bisschen müder und dann fehlt die Konzentration. Ist ja im echten Rennsport genauso. Fahrer haben auch mal einen guten, mal einen schlechten Tag. Und wie habe ich beim letzten Mal gesagt, wir denken immer von Rennen zu Rennen. Das heißt, wir haben so viele Rennen, da können wir auch mal eins verlieren. Das ist noch nicht ganz ausgegoren, was ich hier fahre. Irgendwie heute nicht so mein Tag hier. Aber egal, wir kommen durch. Als 12. Das ist kein Ruhmesblatt, wie man so schön sagt. Aber dafür, dass es regnet, liegt das Fahrzeug gut auf der Straße. Ich habe mehr an meinen Fahrfehlern, die ich gemacht habe.
So, ich bin mal gespannt, was das noch an Geld gibt. Ah, doch. Ja, schmeckt. 93.000 wieder. Geht ziemlich schnell jetzt. So. Okay, wir müssen euch unbedingt diesen Clip vorspielen. Ist alles bereit, Nolan? Dann würde ich sagen... Oh, mein Lieblingsfahrzeug. Jawohl. Das ist die letzte Strecke, die wir jetzt noch fahren. Und dann reicht's auch erstmal für heute. Oh ne, Eis wieder. Oh. Nein. Ich hasse Eis. Auch mit meinem Lieblingsfahrzeug hier. Ich habe da leider noch kein Patentrezept für gefunden. Wir bremsen, ist klar. Bisschen Gas wegnehmen, ist auch klar. Ja, das ist jetzt ja auch wieder so eine harte Konzentrationssache. Bloß kein Risiko eingehen. Hier ist ab und zu noch ein bisschen Schnee hier auf der Strecke. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, wir fahren 5 Runden auf jeden Fall. Noch führen wir, aber das kann sich ganz schnell ändern. Ein Fehler, einmal zu weit ausgebrochen. Ja, schon wieder eine schlechtere Zeit gefahren. Hier so eine Aktion darf ich nicht machen. War ich dann links zu nah dran. Ich wollte dann rechts rüberziehen und dann fängt man an, sich zu drehen. Naja. Hier auch wieder ganz, ganz, ganz knapp. Wobei, es war jetzt gar nicht so schlecht, aber... Ey, wir sind Erster. Wow. Das ist ja geil. Das ist ja schon mal nice. Oh, das gibt Erfahrungspunkte. Und Geld gibt es auch. Richtig lecker. 117.000. Am Ende des Tages schmeckt Geld immer am besten. Mach einfach so weiter wie bisher. Oder probier zwischendurch mal was Neues aus. Okay, weil das eben so erfolgreich war, kannst du jederzeit nochmal an einem Event teilnehmen. Würde ich sagen, falls es beim ersten Versuch nicht gönne ich uns nochmal eine Strecke. Auf jeden Fall kannst du dich weiter selbst beschäftigen, denn ich muss mich erstmal um diesen Bruno Durant kümmern und werde eine Weile untertauchen. Man sieht sich. Ja, tauch mal unter. Sehr gut. So, wie viel haben wir? 117.000? Was haben wir denn eigentlich als Wagen? 518, 660. Ne, ach, wir bleiben einfach bei... Warte mal, haben wir den... Ne, wir bleiben bei dem erstmal. Ja. So, letzte Strecke. Dann machen wir erstmal Schluss für heute. Und die Strecke sind wir bestimmt auch so oft gefahren. Unter anderen Wetterbedingungen. Aber trotzdem ist sie nicht einfach. Jetzt springen wir alle und dann kommt die Kurve gleich. Okay, da können wir uns jetzt reindrücken. Okay, trockener Asphalt, trockener Kies. Da habe ich zu weit nach außen gedrängt worden. Das ist mir auch noch nicht passiert. Weil, wie gesagt, heute ist nicht ganz so mein Tag. Wunder, dass ich die Eisstrecke geschafft habe. Aber die Konzentration lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Deswegen wollte ich eigentlich nach der letzten Strecke schon aufhören, aber ich dachte, ach komm, ist ja fürs Video auch viel interessanter, wenn man nochmal eine Strecke fährt.
Zuschauer mehr zum Gucken. Vielleicht rocken wir die Strecke ja trotzdem noch einigermaßen. Ja, das ist immer so meine Chance, nicht? So beschleunigt in die Kurve und dann in die anderen Fahrzeuge. Das war ein Fehler, den habe ich auf der Strecke ja noch nie gemacht. Komm, 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 komm. Ja, da habe ich mich doch noch ein bisschen an den anderen abgestützt. Hab mal ein bisschen gebremst. Aber die anderen fahren jetzt auch nicht hoch. Fahren auch ziemlich aggressiv, finde ich. Ist auch schon zwei Situationen, wo ich dann von der Strecke gedrängelt wurde. Ja. So, hier jetzt keinen Fehler machen. Muss nicht irgendwie an so einem scheiß Felsen an der Seite hängen bleiben. Hier habe ich natürlich ein bisschen stärker abgebremst, aber das war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wie können wir denn... Ja. Hier die Kurve so nehmen auf jeden Fall. Bande weiß ich, bremst immer. Kann aber auch unter gewissen Umständen auch mal helfen. Ja. Da ist ziemlich beschleunigt reingegangen. So. Hier jetzt konzentriert, gegen keinen Felsen gefahren, sehr gut. Wie gesagt, man kann ja auch mal Vierter, Sechster, Siebter, man kann auch mal Zwölfter werden, das ist gar nicht so die Frage. Aber wenn man dann, sag ich mal, so eine Fahrfehler gemacht hat, wie ich vorhin, dass man jetzt zum Beispiel hier irgendwie hängen bleibt an so einer Ecke, das ist so ärgerlich, da könnte man echt kotzen. Wobei ich muss sagen, wir spielen ja auch Karriere und immer weiter. Wenn man es richtig macht, müsste man theoretisch jede Strecke 10, 20 Mal spielen und dann, sag ich mal, die beste Aufnahme hochladen. Aber ich denke mal, das kann man immer noch machen. Dass man die Strecken einzeln hochlädt, einzeln abbildet, die einzelnen Bedingungen, die es so gibt. So finde ich das auf jeden Fall auch nice. Ist ja in dem Sinne kein richtiger Karrieremodus, wie man das von anderen Games kennt, aber es ist halt eine Arcade-Rally. Das hier ist ein Arcade-Racer. Da ist das ja sonst noch mal ein bisschen anders. Ist ja keine Rennsimulation in dem Sinne. Aber das feiere ich ja so gern an Dirt. Ich überlege, bei Need for Speed hast du eine Karte wie bei GTA. Musst dir eine Garage suchen. Musst Rennen suchen. Ah, das ist mir alles zu kompliziert. Ich will ins Auto steigen, losfahren. Das ist mein Verständnis von Autorennen-Game, die ich schon seit den 80ern kenne. Schon von C64-Zeiten an. Du willst ja groß simulieren, du willst Rennen fahren, deswegen kaufst du ja ein Rennspiel. Und willst da nicht irgendwie, keine Ahnung, da dir ein Haus und eine Garage kaufen. Dann kann ich auch Sims spielen. Ja, sehr nice. Gucken, schaffen wir das noch? Da war ich doch so begeistert von dem Game, dass ich mich auf den Ersten gedrückt habe. So, wenn man jetzt hier reinfährt, du bist Erster. Dann kann es auch mal sein, dass das Joypad doch irgendwie durch die Gegend fliegt. Ich bin ein sehr friedlicher Spieler, aber irgendwann platzt einem dann mal der Arsch. Ja, epischer Sieg, sehr geil. Sehr, sehr geil. Super. Das war richtig nice. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, naja, ich habe gegen Bruno Durant verloren. Ich hätte ihn fast gehabt. Bei den ersten Runden über Entführung, alles ist glatt gelaufen. Okay. Er hat gegen Durant verloren, ja, aber ich habe hier mein Rennen gewonnen, also. So, 885 Ruf. Oh.
Das gibt Taler. 141.000. So viel haben wir noch nie gehabt. Die Preisgelder werden immer größer. So, so, ich kann euch ja nochmal zeigen, wie viele Strecken wir noch vor uns haben. Erzähl uns doch mal, was dieses Wochenende passiert ist. Es ist unglaublich. Es ist so geil. Früher hast du bei Autorennen-Games ja wie vier Strecken oder so gehabt. Was doch, Daytona, Sega Rally 2 oder so. Und jetzt, ey, Wahnsinn. Ja, Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da, kommentiert. Like wäre nicht schlecht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.